Kennt ihr die Episode, wo die Krabbenburger in der Kostenkrabbe aus diesem grauen Schleim bestehen? Aus dieser Matschepampe? Eine legendäre Folge. Und dieser Fehler ist nur im Englischen zu verstehen. Aber der ist trotzdem sehr nice. Ich erkläre ihn euch. Denn hier zeigt Mr. Krabs den Leuten, woraus die Krabbenburger bestehen. Und die schauen dann nach und sehen dann, dass er wirklich aus der grauen Pampe besteht. Und dieser Fisch, der hat immer eine männliche Stimme gehabt in der Vergangenheit. Hier sieht man einige Stellen, wo man ihn sieht und der hat eine männliche Stimme. Thanks for the roses, SpongeBob. Happy Valentine's Day. Hey, free Krabby Patties. This is a load of barnacles. So, und hier aber hat er eine weibliche Stimme. In mirrors, no one would stomach this garbage. What do you say? Garbage? Das ist so ein kleiner Fehler meiner Meinung nach, aber ich finde den Fehler trotzdem richtig cool.